Hallöchen, meine Freunde, und herzlich willkommen da zurück zu Darkest Dungeon. In der heutigen Folge werden wir uns darum kümmern, dass wir hier eventuell noch ein paar Level 5 Leute upgraden. Und ja, wir aktivieren mal die verfluchten Altare, denn ich bin gespannt, was dann passiert. Nun, ich glaube, wir nehmen Alevi mit. Level 5. Dann könnte man vielleicht Pantul gebrauchen. Oder Chandos. Definitiv bräuchte ich einen Heiler. Das übernimmst mal du. Dann hätte ich vielleicht noch gerne Curdice dabei. Und ja, Platz 2. Entweder Chandos. Oder Pantul. Ich wäre für Pantul. Also dann gehen wir nochmal zurück. Da wir ein bisschen Kleingeld übrig haben, gehen in die Schmiede und gönnen den Leuten eine neue Rüstung und neue Waffen. Ich glaube, das ist Rüstungsflicker, ne? Weil es so günstig war. Hier, Pantul. Du hast leider keinen Rüstungsflicker, aber macht ja nichts. Glaville. Und Curdice ist ja schon auf dem Maximum-Level. Gut. Gehen wir mal in die Gilde. Überprüfen da die Fähigkeiten. Welche Fähigkeiten hast du eigentlich aktiv, Mädchen? Red mit mir. Spitzhacke, flitzende Dolche, Dolchwurf und Giftpfeil. Gut, dass wir darüber geredet haben. Also Spitzhacke, flitzende Dolche, Dolchwurf und Gift. Glaville. Was ist bei dir? Aktiv vorbei. Deine 4 Hauptfertigkeiten. Das reicht dann. Pantul. Was hat Pantul denn so als Primär-Moves? Dolchstoß. Naja gut, das ist ja auch nicht verkehrt. Plus für Geschwindigkeit. Plus 8 Crit. Ein Solo wäre ja auch nicht verkehrt. Das kann ich ja von jeder Position aus anwenden. Er geht damit zwar ganz nach vorne, aber hey. Nun gut. Dann graden wir mal diese 4 Fähigkeiten ab. Also 1, 2, 3, 4. Und noch Alevi. Zuschlagen ist gut. Betäuben ist auch ganz interessant. Und Vergeltung. Naja, kann man ja mal probieren, ne? Ein Befehl geben, Zuspruch. Na komm, graden wir das auch mal ab. Auch wenn ich sie eigentlich so gut wie nie benutze. So, jetzt muss aber ordentlich viel Geld in die Kasse kommen. Wobei, ich kann ja noch ein paar Schmuckstücke verkaufen. Ich definitiv nie benutze. Wie das. Das. Ja, jetzt haben wir eigentlich genug Geld für die Ausrüstung. Das passt schon. So, aufbrechen. Verteilen wir noch ein paar Accessoires. Ja, gut. Widerstände sind ja ganz interessant. Naja, plus 4 Ausweichen kommt immer gut. Dann fährt etwas Präzision für Nahkampffähigkeiten. Oder grundsätzlich mehr Damage. Nimm die Präzision. Du nimmst mir mal für alle Fälle die Mappe mit. Wo ist die denn? Hier. Wo sind wir eigentlich unterwegs? In den Ruinen.
Da werden wir definitiv auf Unheilige treffen. Ja, ich glaube, mach mal so rum. Oder so rum. Gut. 25% Schaden gegen Unheilig. Nimm mal mit. Wobei, nicht du. Du nimmst mir noch deine Glückswürfel oder sowas in der Art mit. Plus 4 Präzision, plus 4 Ausweichen. Ist ja schon nicht verkehrt. Du Heilergegenstände? Plus 15% Schaden ist ja in Ordnung. Ich hab's verstanden. Ja, ich glaube, der andere Heilergegenstand ist ja immer noch irgendwo verschollen. Minus 8 Ausweichen auf keinen Fall. Heilfähigkeiten. Moment, regeln wir erstmal dich. Du bekommst hier erstmal deine Pfote. Widerstand gegen Schwächung ist ja eher irrelevant. Naja, eigentlich nicht, aber. Was wollte ich denn da noch mitnehmen? Das Ding da, plus 20 Fernkampffähigkeiten. So. Überlegen, überlegen. Was könnte für dich noch nützlich sein? Seine Geschwindigkeit wäre vielleicht nützlich, damit er als erstes dran ist und sofort heilen kann, beziehungsweise noch vorm Gegner dran ist. Scheusale. Plus 15% Schaden. Ja, warum denn nicht? Dann haut wenigstens deine Artillerie etwas weiter rein. Wie ist der Unterschied? 7 bis 13. 9 bis 15. Das könnte in der Tat die Waagschale ausmachen. Na gut, die Ausweichfähigkeiten sind hier schon ganz nett. 42. Na dann, packen wir mal unsere Sachen. Natürlich eine ganze Menge Essen mitnehmen. Ein paar Schaufeln. Weg mit dir. Ein paar Heilkräuter. Ein paar Schlüssel, natürlich auch ein paar von den Dingern. Zwei Stacks Fackeln. Und etwas Gegengift. Wobei, gibt es da einen Ruinen-Giftschleuderer? Ich weiß es nicht. Könnte trotzdem nützlich sein. Was auf jeden Fall wichtig ist, sind Bandagen. Jo. 155 Gold haben wir noch übrig. Brechen wir mal auf. Hier müssen wir reichlich Gold einsammeln. Oh ja. Das müssen wir. Can the defiled be consecrated? Can the fallen find rest? Na komm, holen wir uns direkt den Kampf hier. Was soll da schon schief gehen, oder? 50 Gold, yay! Sehr gut. Und rein da. Ach du Schreck. Und die sind sogar als erstes dran. Oh, der erste Kampf, wenn der schon so ekelhaft beginnt. Da kann es problematisch werden und selbst ihre hohen Ausweichkünste reichen da nicht aus. Betäuben können wir dich auch nicht. Ich kann euch beiden zumindest gut Schaden machen. Gut, bluten tun die nicht. Aber drei nach vorne, da bringst du mir auch herzlich wenig. Wobei, du kannst dein Solo ja von überall aus ausführen. Na gut, das macht ja gar keinen Schaden. Wobei, was macht das? Minus 18 Präzision. Das ist ja auch nicht verkehrt.
Hau einfach zu. Gut. Und jetzt tötet er uns. Au! Hat der einen Schlag. Geh mal wieder zurück. Du schalt mir mal bitte den da aus. Danke. Und von dir möchte ich die beste Heilung deines Lebens sehen. Das ist die beste Heilung deines Lebens? Ernsthaft? Sollte ich vielleicht riskieren, ihn zu betäuben? Probieren wir es einfach. Nein. Ihr hättet richtig zuschlagen sollen. Glück gehabt. So, jetzt bekommst du nochmal eine Chance zum Heilen. Jetzt aber richtig. Schon besser. Ich weiß, du kannst zwar noch ein bisschen mehr, aber hey. Na komm, hau ihn um. Au! Wenn der erste Kampf schon so anfängt, das kann ja heiter werden. Ja gut, jetzt bringst du ihn um, wo ich gerne noch ein bisschen heilen würde. Naja, ich glaube, das Ding ist relativ wertlos. Lass liegen. Was finden wir? Nichts von Wert für uns. Gut. Weiter. Hier runter. Gut ausgewichen, Freundchen. Gut ausgewichen. Ich glaube, solche Quests sollte ich nur noch mit Level 6 Leuten machen. Guck mal, ein Questgegenstand. Na komm, krit ihn weg. Das war kein Crit. Greift die beiden an. Das macht immerhin schon mal ein bisschen Schaden. Denn wenn jetzt die Artillerie kommt, dann kann ich die beiden hoffentlich wegmachen. Oder ich hau komplett daneben. Ist ja auch eine Möglichkeit. Ich glaube, ihr beiden müsst bald Position tauschen. Kannst du ihn betäuben? Das wäre schön. Ja, immerhin etwas. Junge, Junge, bekommen wir hier den Puppes versohlt. Du heilst mal bitte. Für null. Willst du mich eigentlich verarschen? Machst du das absichtlich oder... Der hat gute Ausweichwerte, oder? Ja, 35. Das hast du nun davon. Hättest du besser geheilt, wäre das vielleicht nicht passiert. Dann hätte er motivierter zugeschlagen. Au. Ja, du bist der Heiler. Also sprich mit dir. Kannst du den da zermalmen? Ja, du kannst. Oh. Gut, hau ihn erstmal. Aber dass der so viel Schaden raushaut, ist ja nicht mehr feierlich. Hau ihn einfach mal so weg. Danke. Gut, du heilst dich erstmal selbst für 30. Wenn du deine Kollegen auch so heilst, dann ist ja alles in Ordnung. Du betäuben. Gut. Das verschafft uns noch eine Runde Zeit. Ja, das Solo muss ich definitiv austauschen. Aber ich setze es mal trotzdem ein. Gut, dann heilst du hier vorne. Für 6. Das nennst du kritisch. Das nennst du kritisch. Komm, hau ihn um. Das war nicht umgehauen. Hau ihn du bitte um. Das war auch nicht umgehauen. Naja, wenigstens kannst du Treffer verkraften. Naja.
nochmal ein Solo. Du heilst jetzt nochmal ihn. Für 3. Ich glaube, du magst ihn nicht, oder? Ja komm, hau ihn um. As the fiend falls, a faint hope blossoms. Nun gut. These nightmarish creatures can be felled. They can be beaten. So, das war der erste Streich. Gehen wir erstmal hier lang. Der Weg hier ist länger. Nun gut. Nun gut, nun gut. Moment. Du, wie gesagt, du wechselst mal deine Fähigkeit. Nimm einfach mal das da. Mehr Präzision wird uns nicht schaden. Dann gehst du hier hin. Du könntest auch von Position 2 aus kämpfen. Da müsstest du allerdings auf deinen Giftpfeil verzichten. Nun gut. Von hier aus kannst du das da einsetzen und das da. Das ist immerhin eine starke Spitzhacke. Flitzende Dolche und ein Dolchwurf. Gut. Was hatte ich vor? Das Ding einzusetzen. Was bringt mir das? Für 2 Runden. Achso, kommt die Präzision her. Aber 30% Schaden bis zum Lagern ist schon mal eine gute Sache. Weiter. The way is lit. The path is clear. Entschärf du. We require only the strength to follow it. Du bist ja dafür die Meisterin. Und rein da. Und was haben wir denn da? Oh, eine Geheimtür. Na komm, die paar Kämpfe machen wir noch. Oh, ein paar Maden. Gut. Die müssten wir eigentlich locker klein bekommen. Eigentlich. Ja, ich glaube, das Heilen lässt du in Zukunft. Probier mal das da. Genau, das ist gut. Und du greif mal den da an. Decimated. Jetzt sind die Maden dran. Gut. Hast du dir ein feines Ziel ausgesucht? Das war gemein. Du reduzierst erstmal den Stress. Weil das ist doch ein bisschen viel, was er da angesammelt hat. Du. Spitzhacke für sein Gesicht. Hau ihn um. Destroyed. Und du heißt nochmal wie? 24, geht doch. Und du weißt wieder aus, sehr schön. So, du heißt jetzt ihn für 8. Ja, du kannst ihn nicht leiden, ich weiß. Ich hab's kapiert. Und du tötest mal das Vieh hier. Sehr schön. Weiter. Seize this momentum. Push on to the task's end. Erzähl ruhig weiter. Na komm, zünd gleich mal an. May we find victory. Und was erwartet uns hier? Gargoyles. Gut, sie muss weg. Beginnen wir erstmal mit einer schönen Kampfballade, damit wir ein bisschen mehr Krittel haben. Die beiden vielleicht direkt angreifen? 7 bis 3. 5 bis 10. Oder du versuchst, die da hinten auszuschalten. Ist ja auch eine Option. Du haust mal ihm ins Gesicht. Du greifst die beiden da hinten erstmal an. Sehr gut. Damit ist die Stresstante schon mal weg. Und die werden uns jetzt zerfetzen. Solange die sich gegen die Bewegung wehren, ist ja alles in Ordnung. Bitte weich aus. Das war nicht ausgewichen. 9 Schaden. Da müssen wir was gegen machen. Na
Mach mal deine flitzenden Dolche, das killt zumindest einen. Der andere nimmt Schaden. Dich könnte man eventuell betäuben, dann kannst du etwas länger heilen. Mhm. Ja komm, mach so. Auch wenn es nicht viel gebracht hat. Au. Also gut. Betäuben wir erstmal dich. Dann können wir dich ausschalten. Vielleicht versuchen sollen, dich zu betäuben, aber gut. 15 Schaden, da sag ich mal nein dazu. Du kannst dir Stress abbauen. Spitzhacke in sein Gesicht. Die kommt schon mal gut. Du heilst sie. Wunderbar. Du verbindest dich erstmal. Und haust mir den mal aus den Socken. Das war nicht aus den Socken gehauen. Ja gut. Das ist in Ordnung. Damit können wir arbeiten. Du reduzierst dir den Stress weiterhin. Hast dir eh nichts Besseres zu tun. Du machst mir den hier platt. Dann Widerstand gegen Betäubung. Sieht wie aus? 55%. Gut, dann heilst du. Und du betäubst nochmal. Du solltest betäuben, nicht töten. Nein. So too will resistance. 500 Gold. Das Schloss ist mehr wert. Was kann ich entbehren? 4 Fackeln vielleicht? Vor allem, weil ich gleich da ja noch hier reingucken werde. Die Schlüssel brauche ich. Bandagen brauche ich offensichtlich auch. Brauche dringend einen weiteren Questort. Schmeiß Fackeln weg. Dann gucken wir mal hier rein. Das Sarkophag ist leer. Und ich würde sagen, meine Freunde, wie es weitergeht, erfahren wir dann erst im nächsten Part. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken, wünsche euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.